Moin Leute und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Transpotfieber. Ja, wir sind hier im gleichen Bild, wie wir in der letzten Folge aufgehört haben und wir werden heute den Bahnhof hier ein bisschen umbauen und die Linien ein bisschen umbauen, denn meine Idee war ja, eine zweite Getreidefabrik hier oben hinzusetzen. Da können wir zum Beispiel sagen, da es ja hier ziemlich hügelig ist und da eher flach, würde ich ganz gerne sagen, dass wir den Bahnhof mit einem hier mit einer zweiten Straßenanschluss machen und hier drüben dann die Fabrik platzieren. Davor brauche ich aber erstmal alle Züge, die hierher fahren. Ja, falls sie sich nämlich irgendwie umdrehen, so mache ich das nämlich. Ich suche mir alle Züge aus, die dorthin fahren und baue dann um, weil sie werden sich hundertprozentig umdrehen. So, zweiter Straßenanschluss. Genau. Bis auf der hier haben sich alle umgedreht. Ja, das heißt, das kann ich ja dann wieder schließen. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Das passiert ganz, ganz, ganz schnell. So, das schließe ich jetzt einfach mal hier an. Und hier wollten wir einmal einen Bauernhof, genau, platzieren. Gerne so platzieren, dann machen wir hier noch eine Verbindung rein. Was das soll, weiß ich nicht. So. Jetzt bräuchten wir noch die passenden Züge und zudem auch eine Linie. Mal schauen, wie das so läuft mit dem einen Gleis. Ob wir da vielleicht nicht noch irgendwie diesen Bahnhof umbauen müssen. Das müssen wir jetzt mal schauen. So, ich platziere jetzt hier erstmal ein Depot. Ah, die muss ich kurz angleichen, das sieht ja furchtbar aus. Ja, so viel Zeit muss sein. Denn wir kaufen jetzt hier die gleichen Züge, was da schon drauf fahren. Das ist diese, okay, weiß ich Bescheid. Die müsste ganz unten sein, genau. Und da hängen wir nun oder Kunststoff, wie es der heißt. Kunststoffwaggons hinten dran. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Den machen wir mal so lang. Machen wir mal ein weniger. Und duplizieren den mal und auf die Linie Getreide Domburg. So, du kommst dann hier rausgefahren. Wie lang bist du? Du bist eins länger, okay. Wenn du jetzt rausfährst, wäre es Bombe. Ja, okay, kann man im Grunde so lassen.
So. Den schicken wir jetzt auch mal los. Dann hoffe ich, dass. Ach nee, jetzt haben wir hier schon einen Fehler gemacht. Mein Gott, ja, typischer Aufnahmefehler. Wir wollen hier natürlich Getreide dran. Oh mein Gott. Also, wir wollen Getreide transportieren, ja, bitte. Und nicht irgendwas anderes. Du hast dann natürlich noch Linienbenutzung, nein. Oh Mann. Na gut, bisschen rausgeschmissenes Geld. Die Deutsche Bahn kauft halt auch einfach mal blind ein. So, gut. So, der muss jetzt warten. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie zum Problem wird irgendwann. Aber ich würde mal sagen, da wir ja wirtschaftlich machen, setze ich das mal ein bisschen weiter vor. Aber es muss immer einer warten. Jetzt baut es wieder ganz langsam auf. Hier oben ist das Potenzial sehr hoch. Das bleibt hier. Und dann kriegen wir hier den Kunststoff hoch. Das ist wichtig. Jetzt kommen die schon gar nicht mehr hinterher. Warum hat der denn noch die alten? Die können maximal 100. Ja, diese uralten Teile können wir auch so langsam mal ersetzen. Und zwar machen wir das hier mit. Mal schauen, die gibt es ja wahrscheinlich schon gar nicht mehr. Nee, das ist die nicht, aber die hat 3100 PS. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall was, was stärker ist. Das ist mir zu lasch, ehrlich gesagt. Würde ich fast auch schon die nehmen oder die. Die hat 260 Kilonewton. Okay, die hat. Nehmen wir mal die, ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und da hängen wir nun diese hin. Aber du sollst natürlich Kunststoff transportieren. So, 4, 5, 6, 7, 8. Nochmal 9. Sofort ersetzen, ja. So. So, weil dann wirst du gleich mal ersetzt und kannst zumindest mal mehr Kunststoff mitnehmen. Das ist schon sehr schön. Oh, stimmt. Das Gewicht wird jetzt mitgerechnet. Oh. Da habe ich ja jetzt überhaupt nicht mehr dran gedacht. Gott, hat der eine schlechte Beschleunigung. Und dann auch den Berg hoch. Eieiei. Okay, wenn ich das gerade hier schon so sehe, der ist hier ziemlich langsam drüber, ja, genau. Dann bauen wir das mal kurz um.
So. Okay, ich glaube, so langsam haben sie sich einigermaßen eingependelt. Okay, der muss jetzt warten. Es gibt immer ein bisschen Stau. Aber wir können die Produktion hochhalten. Das ist schon mal zumindest mal ein kleiner Fortschritt, kann man ja sagen. Auch wenn die hier nur sehr wenig Potenzial haben. Weil die haben hier, das müssten jetzt insgesamt genau diese Zahl geben. Macht's auch. Im Grunde etwa, weil das sind 1600, das sind 1000, sagen wir mal, oder das sind mal 800, sind bei 2400. Und dann haben wir hier oben nochmal ein Potenzial von 300, also sind wir bei 1700. Und da haben wir 2700, da sind wir bei 2800. Also würde ich mal sagen, alles in Ordnung. Hier stapelt sich auch der Kunststoff. Hier könnten wir mal die Oberleitung wegmachen. Kollision, Kollision, Kollision. Ah, mit dem Signal. Oh, gut, dann lassen wir sie halt dran. Hier sehe ich gerade, hier ist noch nicht angeglichen. So, die sind ja auf. Ah. Versuchen Sie mehr Stahl abzutransportieren. Ja, mehr geht nicht. Weil so wie das aussieht, liefern die ja genug. Der ist ja fast leer. Ja gut, halb voll. Ist mehr wie halb voll, aber trotzdem, es sieht ziemlich leer aus, muss man sagen. Die Frage ist, kam jetzt gerade der komplette Kunststoff, kam der jetzt hier drüben an? Muss ich nochmal gucken. So. Der liefert jetzt 93 Kunststoff. Hier liegen jetzt 93. Okay, gut. Nehmen die überhaupt was mit? Ja, die nehmen was mit sogar. Potenzial 300. Oh. Okay. Wir könnten sagen, dass wir den Rest Okay, wir könnten. Das ist natürlich jetzt eine wunderbare Idee. Auf jeden Fall wird die Straße hier erstmal abgegradet. Hallo, was ist das denn? Und dann ziehen wir mal von der Kreuzung hier rüber und dann könnten wir nämlich später sagen,
Das könnten wir im Grunde aber auch jetzt machen. Dass wir hier die LKWs umstellen. Und zwar von Fahrzeugersatz. Bei den Gütern sagen wir nun automatisch. Ich mache da nun nicht sofort ersetzen raus. Denn er soll mir hier wollen wir das da rüberfahren lassen? Ja, das können wir auch so machen, aber wir müssen das hier verteilen, denn die Baumaterialien wollen in die Industrie und die Industrie ist hier hinten und da wäre das okay, da könnten wir sagen hier anhalten und dann im Grunde nochmal sagen, hier oben anhalten. Und damit hat sich's dann. Machen wir eine Linie von dahin, darüber und dahin. Das ist die Frage, wie er zurückfährt. Ob wir das hier upgraden können. Als auch das hier. Und dann machen wir hier draus Baumaterialien Dornburg. So, da könnten wir vielleicht mal, wenn wir lustig sind, tun wir mal 5 drauf, 6 vielleicht fürs erste. Baumaterialien Dornburg. Und dann nehmen wir diese Linie. Und sagen hier Fahrzeug sofort ersetzen. So, weil dann müsste die Baumaterialien Potenzial ist 0. Jetzt müsste da erstmal gecheckt werden, dass es hier LKWs gibt, die auf automatisch laufen, die natürlich Baumaterialien mitnehmen können. Okay, wo kamen denn da die ganzen Autos her? Wollen alle jetzt die nehmen da eine Abkürzung. Ja gut, dann machen wir es ganz einfach und machen wir das hier zu langsam, weil dann wird hier sicherlich nichts mehr fahren. Ja, perfekt. Jetzt liegen hier Baumaterialien. Perfekt. Jetzt haben wir ein Potenzial von 1173. Holy shit. Das ist viel. Der kommt mit gar nichts. Müssten wir hier vielleicht Baumaterial in Kühdorf, sollten wir hier vielleicht nochmal einen LKW draufsetzen? Das mache ich jetzt einfach. Dann nehme ich hier den Sack Baumaterialien. Und dann auf diese Linie. So, dann haben wir doch mal wieder ein bisschen wirtschaftlich uns hier beschäftigt.
Oh, nochmal ein Autosave. Ich hoffe, das läuft dann hier auch. Mal gucken, ob schon ein paar angekommen sind. Ja, sehr schön. 98%. Wow, so viel hatte ich noch nie. Krass. Okay, 92. Das sieht schon besser aus. Okay, aber wow, so viel. Ich bin gerade überwältigt von mir selber. Okay, da ist genau eine Haltestelle davor. Jetzt wollte ich mal gucken, wie sie in Kühdorf ist. Okay, da ist schlechter. Sagen wir mal so. So, was ist das hier für eine orangene Linie? Oh. Da liegt ziemlich viel. Das heißt, da müssten wir auf jeden Fall auch noch. Ich schicke jetzt einfach mal noch mal kurz drei LKWs drauf. Ich würde einfach mal sagen, einmal fest Werkzeuge, einmal fest Lebensmittel und einmal fest. Was war noch dran? Waren haben wir schon und dann machen wir noch mal zweimal automatisch. So. Und das war jetzt auf der Orangen hier. Wundert mich ja, weil das will ja im Grunde nicht alles. Weil das und das und das möchte ins Gewerbe. Ah gut, Lebensmittel ist nicht Gewerbe. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.